Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Familie zu leben, Kinder zu erziehen und ihnen einen guten Start in ihr Leben zu geben, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, eine Aufgabe, die größter Wertschätzung bedarf und die größtmögliche Unterstützung von allen Teilen der Gesellschaft und der Politik natürlich verdient und braucht. Viele Eltern sind heute verunsichert in ihrer Rolle. Sie sind zerrissen zwischen den Aufgaben, einerseits den Kindern gerecht zu werden, der Familie gerecht zu werden und den wachsenden Anforderungen, die sich heute aus dem Beruf, aus unregelmäßigen, atypischen Arbeitszeiten und der materiellen Sicherung der Familie ergeben. Das hat der Familienbericht Nordrhein-Westfalen übrigens sehr eindrücklich gezeigt. Dieses Spannungsfeld, zum Teil auch die Überforderung, in denen sich Eltern befinden. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit einer sehr gut ausgebauten Kinderbetreuung und auch mit den Familienzentren die Eltern unterstützen. Und ich will das an dieser Stelle ausdrücklich einmal sagen, innerhalb der ziemlich katastrophalen Familienpolitik der Rüttgers Regierung und des Familienministers Armin Laschet, des damaligen, stellt ja die Einführung der Familienzentren, jetzt hören Sie zu, jetzt kommt das Lob, immerhin ja ein Lichtblick da. Das war gut und richtig, dass hier umgesetzt wurde, finanziell gefördert wurde, was in vielen Konzepten schon angelegt war. Landschaftsverband Rheinland hat vor 15 Jahren schon ein Modell entwickelt. Das Haus für Kinder wurde es genannt. Die rot-grüne Bundesregierung hat 2002 das Projekt der Eltern-Kind-Zentren ins Leben gerufen. Und grundsätzlich geht es bei all diesen Konzepten um eins. Es geht darum, den niedrigschwelligen Zugang, also den guten, den schnellen Zugang zu Familien, der mit der Kindertagesbetreuung gegeben ist, zu nutzen. Die Eltern gehen, wenn sie ihr Kind in die Kita bringen, jeden Morgen, jeden Abend durch diese Tür. Sie sind gut erreichbar und genau das zu nutzen, um ihnen Beratungs- und Unterstützungsleistungen zugänglich zu machen. Darum geht es bei den Familienzentren. Und diese Niedrigschwelligkeit ist besonders wichtig. Und das ist uns als Rot-Grün ein ganz wesentlicher Punkt für bildungsferne und benachteiligte Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen, dass wir diese Familien oft mit den Beratungen der Familienbildung und Beratung nicht gut genug erreichen. Die Zugangsschwelle ist zum Teil schlichtweg zu hoch zu diesen Angeboten. Und wenn man genau diese Familien unterstützen möchte, dann müssen natürlich die Zentren und die Angebote für sie genau in den Quartieren vorgehalten legen, wo die Bedarfslagen besonders groß sind. Und genau das haben wir getan. Wir haben mit Rot-Grün ab 2010 umgesteuert. Wir mussten nämlich feststellen, als wir die Regierung übernommen haben, dass lediglich 8,6% der Familienzentren sich in benachteiligten Quartieren befunden haben. Also gab es hier eine klassische Fehlsteuerung und die haben wir mit Rot-Grün korrigiert. Denn wir wissen, wenn wir Armut einerseits vorbeugen wollen und wenn wir Armutsfolgen wirksam verhindern wollen, dann dürfen wir nicht nach dem Gießkannenprinzip vorgehen, sondern dann müssen wir genau dort Schwerpunkte setzen, wo der Familienbedarf am höchsten ist. Wir haben dazu zur Förderung aber der Familienzentren insgesamt mit Rot-Grün drei Maßnahmen ergriffen. Wir haben erstens die Finanzierung für alle Zentren angehoben, die Kollegen Altenkamp hat es bereits eben dargestellt. Wir haben zweitens die Angebote der Familienbildung und Beratung finanziell besser ausgestattet. Wir haben zum Beispiel eins getan, den berühmten Zufließvermerk, den Schwarz-Gelb eingeführt war hat und der keine Planungssicherheit den Trägern gegeben hat. Den haben wir jetzt finanziell verankert. 3,4 Millionen Euro mehr für die Angebote der Familienunterstützung. Das ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Und wir bauen die Familienzentren tatsächlich in den Quartieren, in den Benachteiligten besonders aus und sie bekommen noch einen besonderen Zuschuss. Insgesamt haben wir seit 2010 11 Millionen Euro mehr in die Hand genommen und mit 11 Millionen mehr
die Familienzentren finanziell deutlich gestärkt. Ich kann mich übrigens an keinen Haushaltsantrag, an keinen substanziellen von der Opposition erinnern, wo Sie das gefordert haben. Es gibt hier schön klingende Anträge, aber wenn es darum geht, das Geld dann tatsächlich im Haushalt zu verankern, dann ist hier nichts festzustellen, tabula rasa. Wir freuen uns, dass wir 2017 insgesamt 3.400 Familienzentren am Start haben. Deswegen, es gibt auch diese Scheinrechnung, die Sie hier aufmachen, ist nicht faktengestützt. Und es gibt keinen Grund im Sinne der Bildungsgerechtigkeit von diesem erfolgreichen Weg abzurücken. Und ich freue mich in diesem Sinne auf die Beratung im Ausschuss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Asch. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege